Wir sind so weit gekommen, der Schatz. Wo mag er nur sein? Oh, kannst du das Licht da drüben sehen? Lass es uns mal untersuchen. Boah, unglaublich. Was ist das? Boah, das ist so unglaublich. Sieh nur, hier vorne ist eine Tür. Schatz wird sich wohl hinter der Tür befinden, oder? Nun los, gehen wir, gehen wir. Warte, Junior. Was denn? Ist dir in dem Aufbau dieses Raums gar nichts aufgefallen? Sieh mal genau hin. Es gibt da eine Art Trick. Trick? Ja. Bin mir ziemlich sicher, dass der Schatz hinter der Tür befindet, aber nun müssen wir herausfinden, wie wir diese Tür öffnen können. Schau mal oberhalb der Tür. Siehst du dieses augenähnliche Symbol dort? Ich denke, wenn wir dort einen Fels oder ähnliches hineinstecken, wird das etwas auslösen. Aber dann gibt es dann noch zwei große Baumstämme auf beiden Seiten. Diese Öffnungen im Boden sind verdächtig. Der Pfeiler dort drüben. Und da ist ein eigenartiger Schalter am Ende der Spalte. Wenn wir diesen Pfeiler entlang der Bahn auf den Schalter bewegen, wird wohl etwas geschehen. Eigentlich ist es ein geradezu klassischer Aufbau. Diese Art Falle ist normalerweise recht einfach zu erkennen. Und diese Stacheln an der Wand. Sieh sie dir an. Die sind mir gleich zu Anfang aufgefallen. Und was ist das hier für ein Kristall? Wenn du gegen diesen Kristall stößt, wird etwas passieren. Vielleicht ändert sich die Farbe des Kristalls und etwas taucht aus dem Boden auf oder so. Ich glaube, so wird es funktionieren. Und hier. Es sieht fast so aus, als sei dieser Vorrichtung auch noch irgendwie wichtig. Schon verdächtig, ein derart vertracktes Ding an einem solchen Ort zu finden. Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird, dass sich jemand wirklich Mühe gegeben hat, das alles hier abzuregeln. Es bedarf eines geübten Auges, all diese Mechanismen zu entdecken. Verstehe. Also sollten wir um mich hergehen und alles ausprobieren? Nein! Auf diese Art könnte die Tür für immer verschlossen werden. Und dann noch die ganzen Fallen. Wirklich? Ich verstehe. Wie auch immer, dieser Raum steckt voller Gefahren. Wir sollten wirklich vorsichtig weitermachen. Ja, verstanden. Juhu! Was? Luffy! Geschafft. Ich habe sie geöffnet. Was zum... Beeilung, gehen wir weiter. Was um alles in der Welt ist los mit diesem Bengel? Nun mach schon. Na klar. Yep, ich möchte mein Abenteuer speichern. Spielstand erfolgreich gespeichert. Oh, da drüben ist deine Schatztruhe. Komm schon, ich bin gespannt. Mach sie auf. Schnell, schnell. Amaldo öffnet die Schatztruhe. Darin ist ein Abwehrglobus. Das ist... Wow, wie cool. Was ist das? Dies ist ein Abwehrglobus. Ein Abwehrglobus? Juhu, juhu. Oh, er ist sehr wertvoll. Ein Item, das man nur selten findet. Ist ein exklusives Item für Käfer-Pokémon. Hey, hast du bei dem, was ich gerade gesagt habe, gar nicht zugehört? Doch, doch, natürlich habe ich das. Ich verstehe zwar nicht alles, aber es ist wirklich cool. Wir haben es geschafft. Was denn nun? Er ist zu fröhlich. Er kennt mich da mal im Wert dieses Items und trotzdem ist er einfach so unglaublich fröhlich. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Juhu, juhu. Vorhin beim Öffnen der Tür hat eine bemerkenswerte Intuition an den Tag gelegt. Dieses Kind ist... Juhu, juhu. Dieses Kind. Ich werde aus seinem Charakter nicht wirklich schlau. Eine unbekannte, nicht fassbare Eigenschaft geht von ihm aus. Sieht so aus, als ob diesem Bengel ein unglaubliches Naturtalent oder etwas Vergleichbares innewohnt. Für Erkunder stellt sowas einen unbeschreiblichen Vorteil dar. Hey, Erkunden macht enorm viel Spaß. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, genau. Meister. Meister?
Ich? Ja, genau. Der Erkundungsmeister. Meister, ich habe eine Bitte. Bitte, bitte lass mich dein Lehrling sein. Mein Lehrling? Nein, ich passe. Ich kann mich nicht um einen Lehrling kümmern. Und noch dazu habe ich mit dem Erkunden aufgehört. Für so etwas ist es bei mir einfach zu spät. Aber heute bist du doch auf Erkundung gekommen, nicht wahr? Bist du doch oder nicht Meister? Zum ersten Mal hatte ich so viel Spaß, es fühlte sich an, als hätte ich mich irgendwie verändert. Ich möchte weiter erkunden. Ja, wirklich. Ich möchte von Herzen gerne auf Erkundung gehen. Bitte, lass mich dein Lehrling sein, Meister. Meister, bitte. Puh. Oh, er kniet sogar auf dem Boden. Er meint seine Bitte wohl wirklich ernst. Ja, wohl. So rund wie er ist, kann ich eigentlich nicht sagen, ob er nun wirklich kniet oder nicht. Was soll ich mehr machen? Das kann für mich wieder als Teil eines Erkundungsteams loszulegen. Dieser Kleine hat so viel Potenzial, es ist unglaublich. Ich würde interessieren, wie weit er als Erkunder kommen könnte. Zusammen zu erkunden könnte auf Dauer etwas anstrengend werden, aber auch sehr interessant. Das reizt mich wirklich. Ich denke, ich könnte nochmal mit dem Erkunden anfangen, solange es mit ihm ist. Na gut. Gut, ich habe mich entschieden. Du darfst mein Lehrling sein. Wirklich? Aber mein Training hat es in sich. Sobald du sprichst, sind wir durch damit. Juhu, geschafft. Vielen Dank. Juhu, juhu, juhu. Hier ein Programm, schlechter Zeitpunkt. Und so geschah es. Mein Meister akzeptierte mich als seinen Lehrling, während er wieder zu einem Erkunder wurde. Mein Meister und ich, wir erkundeten eine ganze Zeit lang zusammen. Ich freue mich darauf, dir zur Seite zu stehen, Meister. Mir zur Seite. Augenblick. Wenn du dich so aufhörst, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Sei doch nicht so streng, Meister. Wenn du dich so aufhörst, wie sollen wir dann als Erkundungsteam funktionieren? Hey! Ich bin ja so froh. Ich hatte so viel Spaß, nachdem mein Meister mich als seinen Lehrling aufgenommen hatte. Okay, ich gehe dann mal. Bis dann. Pass auf dich auf. Ich mache nämlich jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen auf zum Haus meines Meisters. Wir schlugen gemeinsam die Karte auf, um einen Ort zum Erkunden auszuwählen. Hey Meister, lass uns heute diesen Ort gemeinsam erkunden. Diesen Ort namens das Ende der Welt. So, Bild wieder nach. Okay. Nun mach mal, aber mal halblang. So einen Ort, da können wir gar nicht erkunden. Wir entschieden uns Tag für Tag gemeinsam für einen Ort, wie zwei alte Freunde. Das macht uns gleich danach auf die Erkundung. Wow, Schätze, Schätze. Sei nicht so unbedarft. Hier ist möglicherweise eine Falle. Wow. Meister, Meister, Meister. Jetzt schon okay. Ich kann ihn auch später retten. Mein Meister und ich gaben ein wunderbares Team ab und wir fanden zusammen eine Menge Schätze. Es war wirklich großartig. Wir machten eine erfolgreiche Erkundung nach der anderen. Und ein paar Monate später. Oh, Wahnsinn. Da sind ja noch viel mehr Schätze, Meister. Na gut, lass uns alles mitnehmen. Oh, fein. Das ist mir wirklich einer dieser Kleiner. Jetzt sind wir schon eine Weile in der gemeinsamen Erkundung unterwegs. Ich bin mir sicher, ich habe noch niemanden derart... Noch nie jemand mit derart ausgeprägtem Erkundungsinstinkt getroffen. Ich bin mir sicher, dass dieser Bengel eine Art Erkunderwunderkind sein muss. Meister, was machst du denn? Beeilung, Beeilung! Ja, ich komme ja schon. Heute haben wir eine Menge entdeckt, nicht wahr? Erfolg, Erfolg! Hey Meister! Wohin werden wir morgen auf Erkundung gehen?
Wie bitte? Wir haben gerade die heutige Erkundung beendet und planst schon für morgen. Sind es mir langsam ein wenig zu aufgekratzt. Wobei, ich denke sogar, dass die morgige Erkundung noch mehr zu bieten haben wird als die heutige. Wirklich? Ja, morgen werden wir uns zur Schicksalsschlucht begeben. Gerüchte lassen auf eine Menge Schätze hoffen. Oh, wunderbar. Ich kann es kaum erwarten. Lass uns das morgen machen. Auf jeden Fall. Ja. Ist es okay für dich, von hier aus alleine nach Hause zu gehen? Natürlich, kein Problem. Alles klar, wir sehen uns dann morgen bei mir. Wir machen uns dann auf zur Schicksalsschlucht. Oh, fein. Tschüss, Meister. Dann bis morgen. Puh, alles wie immer. Er ist immer so fröhlich. Es ist gut, fröhlich zu sein. Aber er ist so fröhlich, dass es mich ermüdet. Ich mache mich besser auf den Heimweg. Diese Fröhlichkeit hat irgendwie etwas Ansteckendes. Dieses Pokémon. War das vielleicht? Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Papa, Mama. Guten Morgen. Guten Morgen, Fluffeluff. So. Dann nehmen wir mit zu Fluffer. Mal, du müssen wir doch. Okay, ich gehe dann mal. Später. Pass auf dich auf. Guten Morgen, Meister. Oh, hallo, Junior. Ich habe noch ein paar Nachforschungen über die Schicksalsschlucht angestellt. Jetzt weiß ich, ob das heute um einige schwieriger werden könnte als alle Dungeons, die wir bisher besucht haben. Selbst mit meiner Stärke kann das schnell schwierig werden. Gehen wir nicht? Vielleicht auch nicht. Ich wäge ab, was wir tun sollen. Lass es uns versuchen. Es wird schon klappen, da bin ich sicher. Zusammen sind der Meister nicht unschlagbar. Kein Problem. Er hat recht. Warum mache ich mir Sorgen? Wenn der Kleine ist ein Erkundungswunderkind. Wenn ich es allein mache, hat er keine Chance. Aber wenn er dabei ist... Nun gut, du hast mich überzeugt. Gehen wir. Auf zur Schicksalsschlucht. Meister, ich wusste, wir würden gehen. Das ist mein Meister. Denk an deine Erkundungsvorbereitung. Dort ist dein Kangama-Speicher. Wir gehen, sobald du fertig bist. Oh ja. So, dann hole ich mal ein bisschen was. Sollte das hoffentlich reichen. Junior, bist du fertig mit deinen Vorbereitungen? Genau. Alles klar, also machen wir uns auf zur Schicksalsschlucht. Oh ja. In
diesem Augenblick im Haus von Fluffeluff auf der Ebene. Fluffeluff, lass uns gemeinsam spielen. Oh, das sind ja Costilla und die anderen. Oh, die Mama von Fluffeluff. Es tut mir leid, Fluffeluff ist heute wieder nicht da. Ich lade ihn immer ein, mit euch zu spielen und mit euch zu spielen. Es ist nicht so nett von ihm, dass er dafür immer zu beschäftigt ist. Übrigens, Mama von Fluffeluff. Worum geht es, Costilla? Stimmt es, dass Fluffeluff jeden Tag in den Trübwald geht, um dort zu spielen? Was? In den Trübwald? Ist das wahr, Costilla? Wir wissen es nicht genau, aber das ist das, was wir gehört haben. Anscheinend weiß es seine Mama auch nicht. Wenn es stimmt, hoffentlich geht es Fluffeluff gut, immer an solchem Ort zu spielen. Hey, Barnett. Hey, Barnett, hast du Fluffeluff gesehen? Fluffeluff? Ach, geht Fluffeluff nicht wieder täglich in den... weiter täglich in den Trübwald? Was? Wir haben ihn dort dutzende Male hingehen sehen, dass er immer wieder an einen solch gruseligen Ort zurückkehrt. Ganz im Ernst, ich verstehe ihn nicht. Wundersame Fluffeluff. Wobei, ich habe ihn vor einer Weile gesehen. Dieser finster aussehende Typ da aus dem Wald. Fluffeluff hat sich wohl mit ihm angefreundet oder so. Was? Hoffentlich geht es ihm gut. Ich meine, weil er sich immer mit diesem gruseligen Typen trifft. Papa. Darf ich euch einen Moment stören? Worüber ihr da redet. Könntet ihr mir etwas genauer berichten, worum es geht? Hey, du. Ich? Du hast doch gerade gesagt, da würde ein finster aussehender Typ im Wald leben. Wie sieht er denn aus? Er hat große Greifer und eine Schale wie ein harter Panzer. Ich weiß auch nicht, aber das sieht einfach total furchterregend aus. Ich wette, er ist das. Er muss es sein. Und wer sind Sie? Entschuldigt, ich vergaß mich vorzustellen. Ich bin Nidoking. Ich bin ein Erkunder. Ein Erkunder? Genau. Ich sollte mich gebührend vorstellen. In Wahrheit bin ich... Was? Wirklich? Das riecht nach Ärger. Tja, da war der Spoiler-Alarm. Thank you.
Spezialverteidigung, 3 Spezialhandel oder 3 Spezialverteidigung. Das ist natürlich mal einen starken Level-Up.